Hallo und willkommen zurück zu Fire Emblem Fates Randomized Conquest natürlich. Das ist wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Spielen. Das hier ist Borit. Borin ist sehr langweilig und das ist unser Armor Knight Ninja. Und wir spielen heute noch diese Map hier zumindest, vielleicht noch die danach. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Die danach ist immer ein bisschen kritisch. Ich meine, wir haben einen Armor Knight, die sollte machbar sein. Wir werden es dann sehen. Was wir jetzt auf jeden Fall tun ist... What is it? Ja, was ist es eigentlich? Rinka, geh du mal... Kann man mich hier traden? Kann man. Okay, geh du da mal hin und besuch dieses Gebäude. Thank you very much. Ein Chakra. Cool. Gib das mal her. Ein S-Rang-Shuriken. Den nimmt man ganz gerne mit. Gib den hier mal rüber. Ne? Wir wollen den später haben. So, diese Map ist auch immer ein bisschen kritisch, weil die dauert halt 100 Jahre. Ich versuche das immer ein bisschen zu beschleunigen, aber es ist immer ein bisschen schwierig damit. So, Schritt 1 beim Beschleunigen ist hier diese Drachenader aktivieren. Wir versuchen, dass Ryoma irgendwie was tut. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, Ryoma dazu zu bewegen, irgendwas zu tun. So, damit pulle ich jetzt 2 Stück. Genau, aber es kommt davon nur einer an Borin ran. Das ist schon mal ganz gut. So. Ja, der wird gleich gekiefernzweigt. Ich höre 21% Crit ist auch ordentlich. Ich würde mich auch sehr über das Soul freuen. Okay. Dead. Our cause is just. Gut gemacht, Marv. Ich glaube, Marv könnte hier diese Map hier deutlich angenehmer gestalten. Dadurch, dass er ein Armor Knight ist. Armor Knights sind in diesem Spiel halt gar nicht so trash. Das ist eins der Spiele, in denen Armor Knights okay sind. Weil sie halt nicht auf ihr Movement angewiesen sind, weil du sie perpen kannst. Und damit in die Situation, wo du sie gerne drin haben willst, einfach reinfahren kannst, quasi. Rinka, ich mag nicht, dass du der Support bist. Ich hätte dich hier nicht hinstellen dürfen, Rinka. Ich habe eh nichts davon, wenn du XP bekommst. Gar nichts habe ich davon. Absolut gar nichts. Warum ist das Licht schon wieder so rot? So, Ryoma, remove den da auf jeden Fall. Das ist ganz nett von Ryoma. Haltet durch, Schwestern! Ja, der ist tot. Der ist definitiv tot. Ich habe in der Tat das Kommando und ich werde jetzt den da boxen. So. Jetzt wird es halt gleich ein bisschen kritisch. Ich brauche ein paar Heals. Bevor ich da hinten die Drachenader öffne. Kann man relativ zuverlässig öffnen, aber es ist, es kommt ein bisschen drauf an, wie. Und ich weiß, hab grad nicht mehr so gut im Kopf, wie ich das angestellt habe beim letzten Mal. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Hier, du setzt auf jeden Fall mal ein Heilmittel ein, Marv. Ich brauche dich voll HP. Selbiges gleich einmal mit Corin. Brauche ich auch auf voll HP. Dann können wir gleich im nächsten Zug hier die Ader öffnen. Eigentlich müsste sie diesen Zug öffnen wegen Ryoma, aber der kommt eh nicht so weit. Also sollte das in Ordnung sein. Genau, so. Dann öffnen wir hier die Welt. Und machen hier einen nice Perp hin. Jetzt müssen wir irgendwie uns so aufstellen, dass es hier nicht allzu sehr aufs Maul bekommen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich stehen bleiben mit Marv. Genau. Damit wir halt ein bisschen blockieren, dass, dass Corin nicht aus drei Richtungen angegriffen wird. Wobei, ich glaube, warte mal, habt ihr schon Grizzly Wound in dem Chapter? Habe ich gerade reingeschissen, weil ihr hier schon Grizzly Wound habt? Nee, der hat kein Grizzly Wound. Das kommt erst später. Oh, aber ihr habt offenbar, hier, der Defense-Drop-Skill. How could this happen to me? Okay, den habt... Ich hätte Skills checken müssen. Es ist Conquest, man muss Skills checken. Noch ist es nicht mehr Conquest, noch ist es einfach nur Fates, aber... Klar, ich muss die Skills checken. Nächster Versuch. Das passiert, wenn man versucht, das hier schneller zu spielen. So, lass mich mal eben hier... Ja, Seal Defense, da ist es. Und der hat Poison Strike.
viel Attack und Defense. Ist alles die Hölle hier. Hier, Marth, mach du das mal auf. Nee, warte. Corrin soll das ruhig machen, weil Corrin muss ja eh zu dem Punkt da hinten hin moven. So, und euch trennen wir hier. Oh, ich hätte euch gerne andersrum getrennt. Das habe ich verkackt. Da habe ich in der Tat verkackt. So, einmal ein nicer Skip. Auch einer für Ryoma. So. Open the gates. Dich dahin und ich möchte dich nicht in der Nähe von Corrin haben. Sonst killt Corrin nicht mehr. Ich meine, ich muss den Kiefernzweig ohnehin erstmal treffen, aber ne, da habe ich immerhin die Chance zu killen. Okay, der ist dead. Sehr schön. It is ended. It is ended. Okay, Marth, gut machst du das. Ob sie nochmal den Crit bekommt, dass RNG noch so ist wie vorher. Nee, RNG ist anders. Siehst du mal. Haben wir das auch geklärt? RNG ändert sich beim Reset. Okay, ich habe ohnehin nicht die Chance zu killen, offenbar, außer ich kriege halt einen Crit, den ich nicht kriege. Von daher, ja, doof, ne? So, Ryoma wird jetzt gleich wieder... Darf ich euch bitte skippen? Ryoma killt gleich hin ein, ich weiß. Ryomas, KI wird sich dadurch jetzt nicht einfach geändert haben. Den zu ich hätte es echt anders machen sollen. War echt ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Es war echt ein Fehler. Aber ich muss hier meinen Speed beibehalten. Ey, vielleicht greift er ja aus irgendeinem Grund Ryoma an. Nee, haben wir gedacht. Hey Corrin, hast du Bock auf einen Dodge? Ich könnte ihn jetzt gebrauchen. Nee, schade. Dann muss ich ja gleich nochmal heilen. Das ist jetzt echt beschissen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Aber immerhin haben wir Ryoma hier behalten. Immerhin ist Ryoma noch nicht abgehauen. Das ist auch schon mal einiges wert. So, letztes Heilmittel. Das muss ich gleich mal überlegen. Wie muss ich denn meine Units platzieren? Damit ich hier nicht... Also Drachenader, dass ich das so machen muss, ist safe. Anders kriege ich die Drachenader ja nicht. So... So vielleicht? Das könnte klappen. Ja, das sieht solide aus. Ja, das sieht aus, könnte klappen. Sehr schön. Es darf nur Marth da oben nicht verrecken. Weil ich glaube, von unten kommt keiner an Corrin ran. Ich glaube, das ist nicht so ganz möglich für die mit dem Movement. So, und jetzt muss Marth bitte so viele wie möglich von denen umbringen. Marth. Oh, Sonne. Optimal. Triff. Triff. Scheiße. Scheiße. Marth, so ein Hit wäre jetzt echt geil gewesen. Der wäre echt nice gewesen mit Soul. Au. Marth, hast du Bock, doch nochmal Soul zu procken? Nee. Aber kriegt einen Crit. Ich meine, wenn der andere jetzt nicht mehr als 4 Schaden macht, ist das in Ordnung. Aber ich könnte ihn hier schon gebrauchen. Der macht nur 4. Marth, Soul, please. Nee, Miss. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir da ganz schön viele Gegner stehen. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass Ryoma die alle erledigen kann. Weil ich halt diesen einen hier nicht mehr habe. Er geht nicht mehr auf einen davon. Ach, du Kacke. Shit. Die Hitrate ist auch eine Katastrophe. Ich glaube, das ist noch ein Reset. Ryoma, warum greifst du keinen davon an? Ryoma, was soll das? So, kriegen wir den Kill nicht. Ja, ich glaube, ich hätte den Soul gebraucht. Hey, kannst du den jetzt bitte einfach irgendwie soulen? Immerhin hast du ihn gehittet, aber es hilft leider nicht.
Wir hätten Zoe gebraucht. So wird das nichts. Verteidigung plus 2. Ich glaube nicht, dass uns das retten kann. Wobei. Nee, das sollte uns nicht retten. Nö, absolut nicht. Das ist ein safer Kill. Wir machen das nochmal. Ja, der Soul wäre schon, der wäre schon ganz nice gewesen. Oder halt ein paar mehr Kills, sodass man halt. So, dass es halt wenig genug sind. Eigentlich hätte ich einfach nur diesen einen Heal mehr gebraucht, sind wir ganz ehrlich. Hätte ich den noch gehabt, wäre es eigentlich easy gewesen. Listen. Hätte ich den noch gehabt, wäre es easy gewesen. Müssen wir diesmal ein bisschen mehr drauf achten, dass wir den nicht einfach wasten, ne? So. Rinker, kletter mal auf den Berg. Skip everything. So. Nächster Versuch. Du nach da. Und dich möchte ich tatsächlich doch hier haben, weil das zuverlässiger trifft als Marv. Marv, bitte triff. Tu mir den Gefallen, Marv. Dankeschön. Der Kiefernzweig ist doch ein bisschen unzuverlässig. Der ist doch ein bisschen unzuverlässig. Also mir wäre es schon lieber, wenn ich irgendwas hätte, was trifft. Stahllanze wäre cool. Über eine Stahllanze würde ich mich freuen. Okay. Crit von Corrin wäre auch cool. Ne, generell gutes RNG, würde ich mich drüber freuen. Wir sind an einem Punkt, an dem es wahrscheinlich schneller gegangen wäre, wenn ich einfach den langen Weg gegangen wäre. Na, wobei, nee. Weil ich muss ja trotzdem durch die da in der Mitte durch. Und eigentlich will ich ja Ryoma dafür benutzen, aber irgendwie weigert sich Ryoma gerade, mir zu helfen. Und ich weiß ganz genau, dass Ryoma einem da helfen kann, weil er hat es schon mal gemacht. That went well. I'm here. So, dann haben wir wieder unser Level up. So. Heilmittel. Wir arbeiten dran. Zack, 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 zack. So, dann moven wir hier hin, wechseln, tauschen einmal das Heilmittel rüber, setzen es ein. So, und jetzt machen wir im nächsten Zug nochmal dasselbe wie beim letzten Mal, nur haben wir ein Heilmittel mehr. Open the gate to hell. Leider nicht machbar, dass man da uns das von so hinstellen, dass Leute in Ryoma reinrennen, weil sie nicht in Corrin reinrennen können. So, Corrin, wag es nicht, den zu kritten. Ich sag dir, die Welt geht unter. Dankeschön, Corrin. Der jetzt gerne mit ganz vielen Skills und Crits und so ankommen darf, ist Marv. Alle Skills und Crits, die du hast, Marv. Wobei, vielleicht nicht gegen den. Okay, weil jetzt brauchen wir Soul. Jetzt brauchen wir nämlich Soul. Glaube ich. Ja, ich glaube, wir brauchen Soul. Außer du misst den jetzt. Okay, wir brauchen kein Soul. Oder droppt der Defense? Nee. Der droppt auch nicht meine HP. Das ist gut. So, den kannst du jetzt bitte gerne killen, Marv. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Marv. Dankeschön, Marv. Sehr schön gemacht, Marv. Großer Fan davon, Marv. Gerne wieder, Marv. Verteidigung plus 2. Auch sehr wichtig auf Marv. Jo, mach du, was du für richtig hältst. Ich skippen wir. So, Ryoma zieht einfach weiter. Fies. So, wir kümmern wir uns jetzt um euch. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nach hier. Ja, wechseln. Dass Rinker vorne steht. Und dann machen wir den hier. Ne, wir wollen schon mit Warren tauschen. Nehmen uns das da, aktivieren es. Und sind glücklich. Jo, greif ruhig Rinker an, ist nicht so schlimm. Da kommt nur einer von euch ran.
Und wir sind alle happy. Es kommt doch nur einer rein, oder? Ist das da rechts im Wald? Jetzt habe ich Angst. Da geht auf jeden Fall einer auf Ryoma. Jetzt habe ich ein bisschen Angst im Rinker. Ich glaube, ihre Death ist gerade gedroppt. Sorry. Geht doch mal da oben weg. Ich will sehen, wie es da unten weitergeht. Nee, geht nicht auf Rinker. Okay. Marth, triff. Triff einfach, Marth. Nice. Solange der letzte jetzt nicht einen Strength mehr hat, Random, sollten wir da durchgekommen sein. Yes. Pass auf, wie der jetzt crittet, der andere. Marth. Marth hat ihn gecrittet. Fate has brought us here. Brought us here. Exakt, das ist der Name des Spiels. Fire Emblem Fates. I am truly sorry. Sehr schön, Marth. Gut gemacht. Der geht auf Ryoma, der kommt nämlich nicht ran. Und Ryoma trotzdem an uns den Arsch frei halten. Wahrscheinlich stirbt Sakura trotzdem, weil Ryoma wird es nicht rechtzeitig schaffen, um den letzten Faceless da zu boxen und ich definitiv nicht. Unsere Hitrate ist schon sehr gut. Wenn wir jetzt missen, wäre es sehr bitter. Darum, dass wir das gerade hier so gut geschafft haben. Mit gutem RNG natürlich, ne? Aber wir sind durchgekommen. So. Sehr schön, Corin. Gut gemacht. Aber vor allem Marth. Marth ist einfach... Ohne Marth geht ihr nichts. Ohne Marth hätte ihr nichts geklappt. Ich habe Angst, dass ich mich um den letzten da doch noch kümmern muss. Und das nicht Ryoma für mich erledigt. Ryoma, bitte, kannst du bitte für mich... Ryoma, please. Dankeschön, Ryoma. Dankeschön. Hol ihn dir. Puh. Ja, die nächste Map müssen wir aber doch noch machen, zeitlich. Kommt sonst nämlich nicht hin. Kein Ding, ich komme immer zur Hilfe. Oh, wir sind gerade bei Asura. Hallo, ich bin eingebrochen. Wer bist du wirklich? Du bist nicht Asura. Leo! Ja? Hallo, entschuldige die Störung. Ich habe mich in diesem Gesang verloren. Das an dem Lied hat mich gefesselt. Du musst Prinzessin Borin sein. Ja, und wer bist du? Ich bin Leo, eine ehemalige Prinzessin aus Noah. Jetzt bin ich ein Prinz aus Noah. Okay, cool. Hallo, Leo. Leo sollte gute Bases haben, oder? Leo sollte ziemlich gute Bases haben. Skip, skip, skip. Ich will nicht sehen, wie das Schwert Suicide bombt. Götter, was ist das? Das ist der erste Drache. So, die Map. Ich habe mittlerweile relativ reliable Strats für die Map, aber ich guck gerade mal, ob... Ach du Kacke, Leo. Ein Besen? Was machen deine Skills? Wir geben eine Gefährtin, wenn Hauptcharakter unterstützt wird, plus 2 Schaden, minus 2 Liter Schaden für diesen. Okay. Okay. Weibliche Verbündete von 2 Feldern allein minus 2 Schaden im Kampf. Holy shit, stack das? Ne, es kann gar nicht stacken, weil es unterschiedliche Sachen sind. Und plus 10 zugefügte und erlittener Schaden. Life and Death könnte schwierig werden. Ach du Kacke. Okay, wir gucken mal, wie wir hier klarkommen. Weil eigentlich bräuchte ich irgendwen, um die Mages da unten zu baiten. Und sowas habe ich jetzt halt gar nicht wegen Life and Death. Ich meine, Martha 12 Stress. Wir haben 6 Speed, Martha 7. Drop der Kiefernzweig, ja, aber es reicht nicht, damit sie mich doublen könnten. Maybe kann man da was machen mit Marth. Maybe. Wir müssen mal gucken. Die Map wird jetzt schwierig. Die Map ist immer schwierig, wenn man randomized. Ja, ansonsten gibt es ja natürlich so diesen vorgegebenen Pfad, den man einfach machen kann, der immer funktioniert, aber randomized ist diese Map einfach immer die Hölle. Ich werde sehr wahrscheinlich den HP-Stat-Booster brauchen, den ich gleich bekomme. Ist das von dem hier oder von dem danach? Von dem danach, okay. Der hat einen HP-Trank. Und den werde ich sehr wahrscheinlich brauchen. Nichts! Okay, 96 Schaden.
Ich würde jetzt nice rückwärts sagen, aber das ist schwierig. So, wie gehen wir mit euch um? Seid vorsichtig, Bliblub. Sehr schön, Ryoma. Ich hoffe auch, dass Ryoma dem da unten so viel Schaden wie möglich macht. Das ist auch ein bisschen RNG, wie viel Schaden er da macht. 11. Und du stirbst einfach. Aua. Big Aua. Okay, dann weiß ich ja, was hier Sache ist, wie ich das angehen muss. Das wird jetzt auch lustig. So, ich brauche einmal einen Heal auf Borin. So, Borin muss jetzt hier wahrscheinlich die ganze Map carryen. Du gehst aus dem Weg. So, Ryoma, wie sieht's bei dir aus? Kannst du da bitte noch mal ein bisschen was machen? Ryoma, please. Hol ihn dir. Mach Schaden. 5 Schaden, ist gut. Immer noch nicht getroffen. Ich glaube aber, die ersten paar Turns sind scripted. So. Erstmal muss Borin den Würmtöter besiegen, bevor der Würmtöter sie besiegt. Fuck, die Würmtöter killen mich wahrscheinlich, ne? Ich muss meine HP boosten, damit ich einen lebe. Shit. Das heißt, meine Standard-Strat funktioniert schon mal gar nicht. Ich habe zu wenig Defense. Kriegt dreifachen Might, 27, also. Also ich kann hier quasi einfach nochmal 18 draufrechnen. Sind also 43, ne? Sollen, ja, 43. Ja, das sind leider 22 Schaden. Das sind zu viel. Ich muss einen Trank der KP einsetzen. Kannst du killen? Du kannst vor allem sterben. Deine Hitrate ist halt ass, Marv. Absolut ass. Ah, leider kann Leo auch keinen anderen. Kann nicht einfach eine andere Lanze nehmen, weil der Waffenrang halt zu kacke dafür ist. Ja, ich muss halt versuchen, den zu hitten. Und dann im nächsten Zug mit irgendwem finishen. Okay, das ist schon mal gut. Den ersten getroffen. Ich konnte halt leider mich nicht so positionieren, dass ich es schneller machen kann. Dass ich den jetzt finishen kann, weil Marv leider nicht genug Movement dafür hat. Hätte, glaube ich, noch einer gefehlt. Ja, die Map wird schwierig. Die Map wird in der Tat sehr schwierig. Bitte kritte jetzt nicht Marv. Tu's nicht. Dankeschön. Mich stört diese Life-and-Death-Situation mit Leo doch schon sehr. So, Leo, hol dir mal den Kill. Box ihn weg mit dem Besen. Super gemacht, Leo. Großer Fan. Ah, du kriegst gut XP, Leo. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, wir müssen Marv voll heilen. Wir müssen mit Marv gleich lustige Dinge tun. Und zwar die hier baiten, ohne dass mir mein ganzes Leben genommen wird. Gibst du Death? Du gibst Death. Das ist gut. Ja, das wird gleich sehr lustig hier. Das wird gleich sehr lustig, weil dann kommen die ganzen Reinforcements noch dazu. Und basically sterben wir. Aber von rechts die Mages einfach baiten kann ich mit dem Team nicht, weil mir das Movement, fehlt, um einfach vor den Mages wegzurennen. So, aber du gibst doch. Hast du deinen Personal noch? Genau. Verbündet ihn von 2 Feldern erleiden minus 2 Schaden. Das heißt, wenn ich dich hier hinstelle, nimmt Marv noch weniger. So, dann macht ihr mal so einen nice Support. Stellt euch da hin. Leo in die Nähe. Ich brauche Corrin gleich, um Leute zu finishen. Kannst aber schon mal den Trank der KP einsetzen. Die werde ich wahrscheinlich brauchen. Ryomas Vorteil. Trifft nochmal. Er ist auf 8 HP. Das ist gut. 8 HP ist sehr gut. Viel weniger können wir auf dem, glaube ich, gar nicht kriegen. Also Ryoma hat sehr gute Vorarbeit geleistet.
So, wer sehr großer Fan davon, wenn der Kiefernzweig einfach trifft. Wäre super krasses RNG für mich, aber es wäre wichtig. Sonne, okay, aber das heißt noch nicht, dass wir getroffen haben. Shit. Das wäre echt schon mal sehr wichtig gewesen, den zu treffen. Kommen die Mages. So werde ich das jetzt nicht einfach so zumachen können. Brauche hier halt einen Hit mit gutem RNG. Anders geht nicht. Gib mir das RNG. Komm schon. RIP. Ich glaube, das ist tatsächlich schon over. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder nicht mehr machbar, weil ich gemisst habe. Du machst nämlich nicht genug. Ich glaube nicht, dass es noch machbar ist. Nee. Uch, da habe ich mich umgebracht. Das war jetzt doof. Das müssen wir nochmal probieren. Wir brauchen besseres RNG. Wir brauchen in der Tat einfach besseres RNG. Das ist nicht so gut. Aber ich meine, sobald wir den ersten Hit mit Marth treffen, haben wir das eigentlich geschafft. Glaube ich. Ich meine, es wird dann immer noch ein bisschen RNG-lastig, aber es sollte dann auf jeden Fall deutlich einfacher machbar sein. Wir müssen ja dann noch durch die ganzen Mages durch, aber dann haben wir halt die Wormslayer schon mal weg. Und das ist das Wichtige. Weil die ein großes Problem sind. So, jetzt skippen wir aber erstmal sehr viel. Hat nämlich den Hintergrund, dass es das hier schon lang genug dauern wird. Dann muss ich mir das nicht jedes Mal noch angucken, wie es aussieht. Big Sister. So, und weil ich ja diesmal im Voraus weiß, dass ich den Trank der KP einsetzen muss, setze ich ihn jetzt schon mal ein, bevor ich mich heile. So. Haben wir das nämlich gleich schon mal, können wir das schon mal gleich in die HP mit reinheilen, die wir extra bekommen. Da haben wir nach dem Chapter wieder verloren, so funktionieren diese Items in diesem Spiel, aber es wäre schon mal, es ist schon mal wichtig, dass wir die in diesem Chapter haben. Damit leben wir halt einen Hit von einem Wormslayer. So. Drachenwut. Baron setzt Drachenwut ein. Wir leben gerade sogar schon ein, einfach weil wir... Nee, Sakura ist nicht mehr in der Nähe. Warum leben wir gerade ein? Weird. Greif mal bitte einmal an, Marth. Bitte triff. Hat nicht geklappt. Geil, 1% Crit Reset. Amazing. Wow. Toll. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nächster Versuch. Da hat das RNG sich gedacht, nee, 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 du nicht. Du nicht. Ich lasse einiges zu, aber du nicht. Mm-mm. Und ich so, Dreck. Scheiße. Wir könnten ja mal versuchen, wir stellen dich da einfach schon mal rein, ob wir es vielleicht so beschleunigen können. Mein Damage nehmen wir ja ohnehin. Ja, Ryoma, mach mal. Mach so viel Schaden, wie du kannst. Ich fände es cool, wenn du am Ende irgendwie ein Leo Rangers oder so, oder irgendwas, wo ich halt easy treffe. Cooler Crit, Corrin. Cooler Crit. Ich skipp die Enemy Phase nicht, weil ich will sehen, wie es gleich aussieht für Marth. Marth treffen, wie sieht's aus? Hast du Bock? Nice.
Nee, ich glaube, das hat alles schlimmer gemacht. Ah, Grizzly Wound. Okay. Ich glaube, jetzt ist es noch mehr RNG da oben. Ich glaube, ich habe es damit nur noch mehr RNG gemacht. Big Sister. Ah, hey, ne? Das wäre das Leben ohne ein bisschen RNG, am I right? Wirklich einfacher. Zack. Excellent. Ah, exzellent ist ein dehnbarer Begriff. So, Marv, wenn du den triffst, ist der dead. 70% Hit. Okay, Marv, gut gemacht. Gut gemacht. Level up, okay, aber da kriegst du ja, glaube ich, nichts für. Genau. So, dann kannst du schon mal deinen Trank der KP wieder einwerfen. Den brauchst du ja, um Hits zu überleben von Wormslayer. Jetzt kannst du zum Beispiel wieder einleben, ne? So, und dann hätte ich gleich gerne 1, 2, 3, 4, dich möchte ich da stehen haben, damit ich gleich Marv in dich reinjagen kann. Yoma ist noch gut dabei. Das ist gut zu wissen. So, ich habe aber jetzt tatsächlich ein bisschen Angst davor, jetzt schon in den Kampf zu rennen. Deswegen, ich lasse mich eben nochmal, lasst mich Marv erstmal voll heilen. Die Reinforcements spawnen eh erst, wenn ich im Range von den Gegnern bin. Ich kann auch nicht warten. Ich kann die Reinforcements nicht abwarten und sie erstmal erledigen, bevor ich in die Gegner reinrenne. Nein, die spawnen erst, wenn ich in die Range von den Gegnern gerannt bin. Vorher kommen die Reinforcements gar nicht. Au. Kerioma, ich fände es cool, wenn du noch nicht sterben würdest, weil ich wäre schon Fan davon, wenn du noch ein bisschen Damage vorher machst. Schade, Ryoma. Schade. Beim letzten Mal haben wir 8 gehabt. Also beim letzten Mal, wo wir so weit gekommen sind. Eigentlich kann ich Corrin vorher auch nochmal voll heilen, ne? Ist, glaube ich, sinnvoll. Ist... Huch, was mache ich denn hier? Was? So. Rein da mit dem Kiefernzweig. Borin ist jetzt auch wieder full. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen halt das gute RNG mit dem Kiefernzweig. Okay, ersten Hit haben wir. Das ist viel wert. Das ist sehr viel wert. Jojojojo, stirbst du einfach, wenn dich ein Mage anguckt? Yes, du stirbst einfach. Shit. Heißt, wenn, dann ist hier möglich. Aber eigentlich ist gar nicht möglich, ne? Eigentlich ist es gar nicht möglich. Eigentlich muss ich mit dir jetzt wegrennen. Dann. Wie viel Schaden? 9 pro Hit. 3x9 ist halt auch viel zu viel. Ich brauch den Hit, ne? 8. Zu viel Schaden alles. Es ist alles zu viel Schaden. Ich müsste, wenn, dann erst den Heal holen. Ich glaube aber, ohne gutes RNG wird das ohnehin nichts. Ah, ich glaube, von hier aus baiten geht nicht. Ich müsste die wahrscheinlich wieder aufteilen, aber ich wüsste auch nicht, wie ich die hier aufteilen soll, sodass ich nicht aufs Maul bekomme. Tut mir leid auch, dass ich gerade ein bisschen sehr leise bin, aber jetzt nehme ich nur noch, jetzt nehme ich einen Schaden weniger. Kills aber nicht. Die bringen einfach Sakura um.
Rennen kann ich nicht, weil sonst bringen sie Rinka um. Ich brauche einen Crit. Habe ich nicht bekommen. Ja, Sakura, kannst du dodgen? Nee. Please, don't cry. Das Game Over, wenn Sakura hier stirbt? Behalte ich ja eh nicht. Die behalte ich ja eh nicht. Via Conquest. Oh! Kann ich mich doch durchbullshitten? Ist das machbar? Ist es machbar, sich durch... Ja, das macht nochmal 8 Schaden. Ja, okay, jetzt sind es doch ein bisschen viele Gegner. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, den haben wir bekommen. Schön, aber Leo ist halt One-Hit. Leo ist halt einfach One-Hit. Und ich krieg mit 2 Units nicht noch 3 Gegner tot. Ja, nee. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde ja sehr gern die Mages nach rechts baiten. Also die halt trennen, diese Gruppe da unten. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich das anstellen soll. Mir fehlt das Movement dafür. Außer ich stelle dich da alleine rein, ohne Partner. Und du rennst dann halt irgendwie in Leo rein und Leo läuft mit dir weiter. Ich glaube, das könnte man machen. Ich weiß halt, Marth 12, 20, 8 Schaden pro. Ja, es könnte machbar sein. Ich darf die halt nicht so hinstellen. Ich darf sie sich nicht so hinstellen lassen, dass sie zweimal mit 12 angreifen. Weil einmal 8 von sich selber und dann nochmal 4 vom Pair-Partner. Das darf ich sie nicht machen lassen. Sonst kriege ich halt aufs Maul. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Wäre natürlich cool, wenn Leo nicht einfach sterben würde, wenn man ihn anpustet. Das wäre schon mal einiges wert. Das hat er auch einfach einen Besen. Will ich denn einen Besen? Hätte er nicht wenigstens irgendwie eine Bronzelanze haben können? Die hat wenigstens mehr als einen Might. Der Besen hat nur einen Might, oder? Ich glaube, der Besen hat nur einen Might. 2 sogar, sorry. Sorry. So, erst den. Dafür gibt's ein Level Up. Und dann hoffen, dass Marth den anderen trifft. 19 Schaden. Hat nicht getroffen. Wurde immerhin aber auch nicht gekrittet. Oh, dann muss Corrin den gleich killen. Dann muss ich halt Marth deutlich mehr heilen, als ich wollte. Ich kann auch nicht einfach für Damage Reduction Sakura nach rechts schicken, weil die brauche ich ja, um Corrin zu supporten. Rio mal wieder sehr früh gestorben. Corrin box den da weg, bevor irgendwas Dummes passt. Ah, wobei, der wäre in Range gewesen, um ihn mit Leo zu killen. Bam. So, wir müssen Marth heilen. Das ist auch erstmal wichtig. Vielleicht sollte ich auch einfach Rinka nach rechts mitschicken, um Rinka halt und Leo behalte ich hier. Oder gibt Leo gibt nur weiblichen Charakteren Supports, ne? Bonus. Ja, minus 2 Schaden für Borin. Heißt das dann aber nicht, ich kann dich hier mit... Na, ich möchte dich aber trotzdem nicht mit Marth mitschicken. Marth soll ja einfach nur wegrennen.
Marth soll ja einfach nur wegrennen. So, wir müssen hier das Enemy Placement richtig machen. So, also. 20 auf 14 Res sind 4 Schaden. Was macht das da? Sind 6 Schaden. Minus 2 und minus 2, also das kriegen wir irgendwie hin. Aber eigentlich möchte ich das so machen. So, und nee, komm, ich mach das schon. Ich stelle euch doch so auf. So, jetzt sollte Marth ordentlich was pullen da drüben. Oh, er pullt aber auch die beiden mit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, das ging in die Hose. Das war's nicht. Außer ich dodge es zum 96er. Nee, das war einer zu weit rein. Einer zu weit rein. Ich hätte einen weiter oben stehen bleiben müssen. Shit. Und dann vielleicht Corrin direkt schon einen reinsetzen. Aber dann muss ich aber Sakura auch links haben, damit sie gleich direkt den Damage vom Wormslayer heilen kann, weil einen Wormslayer nehme ich halt, wenn ich Full HP bin. Von Full nehme ich einen Wormslayer. Und das ist übrigens das, was ich meinte, dass es in manchen Maps einfach sehr puzzelmäßig wird. Ja, ne, das Spiel denkt halt, ich habe bestimmte Units, ne, ist ja Early Game und alles, und eigentlich sollte ich die alle haben, aber habe ich halt nicht. Und deswegen ist es ein bisschen kritisch. Das Early Game ist wahrscheinlich noch am härtesten. Weil hier kann das Spiel halt wirklich davon aus... Ah, ich hab vergessen. Ist nicht so schlimm. Aber es ist ärgerlich. Ich hab vergessen, meinen Trank der KP vorher schon mal zu nehmen. Nicht schlimm, aber ärgerlich. So, ich spam hier einfach Start gerade, damit Ryoma sein Zeug macht. So, also den kriegen wir ja safe. Das ist ja nie das Problem. So, ein Wormslayer weg. Gleiches Level ab wie sonst auch. Auch gar kein Ding. So, jetzt probieren wir nochmal mit Mafia den Kill zu kriegen. Oder zumindest den Hit. Haben wir bekommen. Schön. Wurde noch nicht gekrittet. Auch schön. Dann kann Leo den finishen. Mit seinem Besen. Nein, den direkt reinstellen kann ich nicht, weil ja dann der Mage noch dazukommt. Wobei, wenn ich auf Full HP bin. Na, nee, die kriegen dann ja auch per Attack. Nee, das kann ich generell nicht machen. Ich muss einfach hoffen, dass der nach hier oben kommt. Aber in meinen Testruns, die ich halt. Da hatte ich aber auch einen Pegasus. Es war Mosu mit gar keinem Attack. Also, er hat legit null Schaden gegen die meisten Sachen gemacht. Aber ich hatte einen Pegasus. Das war movement-technisch ganz cool. Du kannst aber auch nicht über. Doch, du kannst über die Statue in der Mitte fliegen. Ich laber Scheiße. Nee, über die Statue konntest du nicht fliegen, aber über diesen Mist hier konntest du fliegen. So war es, glaube ich. Bin mir gerade tatsächlich unsicher. So, Borin voll heilen. So, und ich darf mich noch nicht in Range stellen, weil sonst greift mich nämlich erst der an und dann der hier nochmal mit einem von denen als Support. Und das würde in die Hose gehen, das wäre nicht so gut. 1, 2, 3, 4. Du gehst nach da, damit Marth gleich da wegrennen kann. Wir haben schon mal wieder guten Schaden mit Ryoma bekommen. Oh, ah ne, no Vantage. 8 HP um. Sehr schön. Sehr schön, Ryoma. Sehr schön. Guter Chip-Damage. Leider eine Route-Map. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich einfach den Boss kille. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Wie wir das hinbekommen hier. So, hier kommen die Mages. Machen die zu viel? Shit, die machen zu viel. Der braucht also doch Support von Sakura. Ach du Kacke.
Ach du Kacke. Das wird ein sehr spaßiger Part für euch, hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon sehr viel Spaß. Ich habe ihn auf jeden Fall. Also ich finde es halt ganz cool, dass ich hier nachdenken muss. Ne? Das ist, das gefällt mir grundsätzlich. Aber ich mache mir gerade echt Sorgen, dass das Chapter vielleicht für diese Units hier unschaffbar sein könnte. Das wäre ja schon mal nicht so cool. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock, nochmal von vorne aufzunehmen. Ryoma macht dein Zeug. So, skip. Hier passiert eh immer dasselbe. So. Hier passiert eh immer dasselbe, habe ich gesagt. Ryoma, hör auf. Also bei dir passiert immer ein bisschen was anderes, aber generell passiert ja eigentlich immer dasselbe. So. Dann hier das. Ich habe schon wieder vergessen, das den Trank einzusetzen. Ich werde nachlässig. Ich werde nachlässig. Skip. Skip. Weg mit dem. So. Selbes Level up wie immer. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Versuch den da zu hitten. 60% ist nicht so viel. Hat nicht geklappt. Kriege ich 4 Strength von dir? Ich kann ihn also einfach killen, ne? Ja, siehst du mal. Wir haben einen reliable Weg bekommen, den einfach in diesem Zug immer zu killen. That was nothing. Cool. Haben wir dich ja schon mal voll. So, ihr macht weiter dasselbe wie immer, ne? Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, skip. Ich habe doch Start gedrückt. Warum? Dankeschön. Trank der KP werde ich brauchen. Heal. So, jetzt wird's halt wieder lustig, ne? Also, Marth wird hier gebraucht. Dann kann ich euch aber beide hier haben. Das hat den Vorteil, dass ich im Zweifelsfall... RIP, jetzt hat er super viel HP. Nein! Das hat den Vorteil, dass ich im Zweifelsfall Leo in Rinka verstecken kann. So, du gehst dahin und du kriegst jetzt Support von Sakura. Dann machen die nämlich ein bisschen weniger Schaden. Und bitte, Mercenaries, kommt hier nach links. Mach einfach bitte. Das haben wir knapp gelebt. Sehr schön. Komm nach links. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir halt nur irgendwie um unser Leben rennen. Nee, dahin laufen ist, glaube ich, doof. Wir müssen schon nach hier hinlaufen. Scheiße, ich glaube, ich habe trotzdem verkackt. Den killen wir halt, ja. Aber jetzt ist halt der hier noch da. Und der one-hit halt Leo. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, der läuft halt auch sonst. Der bringt ansonsten auch einfach Marth um, ne? Kann damit keine Defense... Warte mal. Damit kann ich Defense holen, ne? 2 Stück. Wären wir auf 7 Defense. 25, aber der hat nicht wirklich 25, weil der Wurmslayer nicht kommt. Das sollte man überleben. Aber das bringt mir auch nichts. Der würde halt auf genau 16 Schaden kommen.
Heißt, einfach das hier machen funktioniert nicht. Wobei, ich kann das hier machen. Dann kriegst du nämlich... Dann kriegst du ja den Boost von Gentilhomme. Yes. Yes, 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 yes. Okay, Leute. Wir sind im Game, aber es ist sehr kritisch. Es ist sehr kritisch. So, wir bringen den jetzt um. Bringen wir den so um? Oder können wir den... Nee, das können wir halt einfach nicht. Außer wir machen... Können wir aber auch nicht, weil wir Sakura da nicht hinstellen dürfen. Wenn sie dann einfach umgebracht wird. Ich kann auch keine Wand bauen. Der kommt da halt auch ran. Was ist... Wobei, warte mal. 1, 2, 3, 4... Nee, du hast halt auch zu viel Movement. Mann, scheiße. Scheiße, scheiße. Wie probiere ich das? Ich kann... kann halt den so umbringen. Das kann ich. Nimmt halt zu viel Schaden dadurch. Ich kann mich auch nicht selbst heilen. Mit einer Kombi kriege ich auch keine Defense. Den da muss ich jetzt halt killen, weil sonst stirbt Leo safe. Das kann ich ja schon mal machen. Nee, das geht ja auch nicht. Ich glaube, ich muss für einen Dodge gehen. Ich glaube, ich muss für einen Dodge gehen. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Hat nicht geklappt. Okay, Sakura, hoffentlich warst du nicht mehr wichtig. Oh, oh. Ja, du wirst sehr wahrscheinlich noch wichtig gewesen sein. Scheiße, Alter. Scheiße. Komm ich doch niemals wieder lebend raus. Soll ich die alle umbringen? Also einen kann ich mit dir umbringen. Toll. Ganz toll. RNG, rette meinen Arsch, bitte. Ich brauch Dodges. Habe ich nicht bekommen. Komm, gib mir noch einen. Gib mir einen Dodge. Gib mir einen Dodge. Brauch den. Habe ich nicht bekommen. Shit. Shit, 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 shit. Wie machen wir das?
Wie tun wir das? Die Map fühlt sich sehr unmöglich an gerade. Sie fühlt sich gerade sehr unmöglich an. Was habe ich sonst so an Optionen? Ich habe mal probiert, sie auseinanderzuziehen. Andersrum ziehen. What? Ist das ein... Nee, das bringt ja auch nichts. Kriege ich die hier links erst recht nicht tot. Oder? Hier ist kein Chokepoint. Der einzige richtige Chokepoint auf der Map ist halt das hier. Heißt, ich müsste eigentlich einmal hier drum rumziehen, so wie es beim... So habe ich es beim ersten Mal gemacht und habe dann hier im Chokepoint gechoked. Also nicht gechoked wie in Pokémon, sondern ich habe dann halt die Gegner da festgesetzt. Das kann ich aber mit dem Squad nicht machen, weil ich viel zu wenig Movement habe. Stand strong. Ich probiere es nochmal wie eben, aber ich versuche ein bisschen das mit den Mercenaries hier am Ende ein bisschen besser zu regeln. Ja. Ich probiere es grundsätzlich nochmal genauso wie eben. Nur ein bisschen sauberer. Nur ein bisschen sauberer. Vielleicht kann uns das ja helfen. Krieg auch nicht irgendwie mehr HP auf. Nee, ich kann mir auch nicht leisten, einfach mit dir nicht den Trank zu nehmen. Das geht nicht, weil sonst kannst du gar nicht mehr die einen Hit von den Mercenaries da unten überleben. Ist dann nicht mehr drin. Und dann ist sowieso der ganze Plan hinfällig. Weil darauf basiert das Ganze ja, dass du mal einen Hit davon überleben kannst. Einfach mit Marth alles face-tanken geht nicht, weil ich keine One-Two-Range-Option habe für die Mages. Oder halt nicht mal eine grundsätzliche Two-Range-Option. Habe ich ja alles gar nicht. Dich brauche ich da gar nicht stehen haben. Das hilft mir nicht. Was hatte da ein Personal gemacht? Hauptcharakter unterstützt wird plus 2 Schaden, minus 2 Schaden. Ja. Hilft mir nicht. Höherstufige Einheiten. Ja, ich habe halt Borin, aber Borin kann niemanden supporten. Weil Borin gerade in der wütende Drache-Form ist. Okay, aber wir haben nur auf 13 HP dieses Mal. Wie gehen wir das an? So, ich mache das erstmal nochmal so wie beim letzten Mal. Grundsätzlich. So, alles durchskippen. Sieht auch HP-technisch wieder genauso aus wie letztes Mal, genau. Ah, ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Kann ich aber erst beim nächsten Mal machen. Was ich machen kann, ist, ich habe die junge Dame doch hier stehen, renne in den rein, separate hier und dann heile ich hier noch mit Sakko danach. Dann habe ich nämlich Marth ein bisschen geheilt und das wäre wichtig. Kann ich hier... Ja, kann ich. Ich kann einfach nach oben separaten. Ja, exakt. Dann mache ich so. Ah nee, es hilft mir doch nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Ich war eh wieder in der gleichen Situation. Haha. Hier stehen alle... Was ist jetzt los? Das ist eine interessante Aufstellung, um nicht zu sagen, holy shit, ist die scheiße. Was
Wie soll ich denn hier mit irgendwas machen? Jetzt werde ich ja komplett überrannt aus allen Richtungen. Also damit kann ich jetzt ja wirklich gar nichts mehr anfangen. Ja, probier mal hier den Kill zu kriegen oder so, Marv. Aber das wird halt nicht helfen. Habe ich ohnehin nicht gekriegt. Ja, nee, das kann ich jetzt schon mal resetten. Aber ich habe eine Idee. Aber ich habe einen Plan und das könnte helfen. Probieren wir den anderen Plan. Na, habt ihr heute noch was zu tun? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir spielen heute den ganzen Tag dieses Chapter. Das ist auch der letzte Versuch, den ich heute mache. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... dann beende ich erstmal den Part und wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. Weil ich will jetzt auch keinen 2-Stunden-Party draus machen. Das hier ist schon lang genug. Das hier ist auf jeden Fall schon lang genug. Huch, das wollte ich gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Guck mal, jetzt nehmen wir weniger Schaden mit Corrin gegen die Mercenaries. Skip, 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 skip. Haben wir gar keinen Schaden in die Mercenaries genommen? Big Sister. Ja. Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem ich mich frage, ob ich nicht doch einfach alles mit Corrin Face tanken kann, wenn ich mir einfach so viele Buffs geben kann. Perpen kann ich Corrin leider nicht, sonst hätte ich noch Martha reingeschoben. Das wär's noch. Mach noch ein bisschen Defense drauf. Aber das ist dann leider tatsächlich nicht machbar. Das geht wirklich nicht. Weil es mir die Spielmechaniken verbieten. Corrin in dieser Form zu perpen. Ist schade, aber machst du nix, ne? Ist schade, aber machst du nix. Getroffen. Schön. Müssen wir aber nicht mal zwangsweise, weil Leo ja so oder so killen kann, wenn ich das unbedingt möchte. Über Pair-Up. So, dich möchte ich da. So. Wie sieht's aus, Ryoma? Ryoma tot, aber 13 HP. Das ist okay. Du willst da stehen. Und du willst mit Corrin hier stehen. So, dann gehst du nach da. Du bleibst da. Du gehst nach da. Du stehst hier und du stehst dort. Die Mages gehen in den Osten. Attack. Ich merke gerade, was ich sogar machen kann. Transfer den darüber. Hier warten. Wechsel euch. Transfer dich darüber. Zurück warten. Und recover HP. So, das sollte ein ziemlich optimaler Turn gewesen sein. Das tut jetzt erstmal ein bisschen weh, aber wir kriegen 5 Chip, wenn wir treffen. Was wir tun. Okay. Okay. Ihr teilt euch wieder Kacke auf. Nicht so okay. Oder vielleicht doch okay? Nee, ich glaube, das ist nicht okay. Ich glaube, das ist alles andere als okay.
Ich krieg's den nicht tot. Nee. Unter gar keinen Umständen. Wir müssen jetzt eigentlich weiter nach unten wegrennen. Aber leider hat Marth nicht das Movement, das wir bräuchten, um wegzurennen. Marth könnte, wenn er treffen würde, den da killen, aber das halt auch nur, wenn er treffen würde. Damit, da können wir einigermaßen Hitrate raus, wenn wir das hier machen. Du hast 20 Attack. Wir sollten einen leben. Also wenn wir das hier machen, dann können wir mit Marth mehr Hitrate holen. Wir müssen den jetzt treffen, sonst ist alles vorbei. Wir haben ihn getroffen. Okay, Level Up gibt's auch noch. Sehr schön. Aber ich glaube, wir haben trotzdem verloren, weil Rinka zu wenig HP hat. Ich glaube, es wird an Rinka scheitern. An meiner, an der Combo hier drüben. Ich glaube, auch mit euch muss ich trotzdem für einen Dodge gehen. Komm! 61% Hitrate nur. Leo, please. Leo, du Stück Scheiße! Ich raste aus. Ziehst dich zurück. Ist das hier schlimm, wenn man stirbt? Ich gehe jetzt auf Fire Emblem Wiki und ich guck nach, ob der hier sterben darf. Oder ob der wiederkommt. Ich geh jetzt aufs Fire Emblem Wiki und ich guck nach, ob Units hier noch sterben dürfen. Fates. Chapters. List of Chapters in Fire Emblem Fates. Mother. So, dürfen Units hier sterben? Ja, Plot interessiert mich nicht. HP Tonic. Okay. Reinforcements. Heavy Fates Chapter. Welches Chapter war das? Wie viel ist Chapter 5, ne? Ja. Heavy Fates Chapter 5. Are you allowed to die? Inka is terrible. Bla bla bla. Doesn't matter if Ryoma dies, nothing changes. Okay, hier steht nix. Gucken wir mal ins schlechte Fallen im Wiki. Vielleicht steht da, ob Units hier sterben dürfen. Turn does not emote.
Nee, offenbar sollte ich hier vielleicht nicht sterben. Okay. Und, dann beenden wir hier erstmal und wir machen es beim nächsten Mal weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.